just black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück wieder zu einer neuen Episode mit den Black Panthers. In der letzten Episode sind wir ja direkt aufgestiegen in die Erstliga und damit geht's auch heute direkt rein in die Transferphase. Bevor wir aber dazu kommen, bedanke ich mich auf jeden Fall für die letzte Episode. Die hat die 7 Daumen geschafft. Da bin ich sehr, sehr zufrieden und freue mich auch darüber, dass das so viel Andrang findet bei euch. Außerdem habe ich ja letztes Mal gefragt, ob ihr da noch irgendwie Verbesserungswünsche habt, zum Beispiel an dem Kader oder und sowas oder Transfervorschläge, die ihr vorschlagen wollt. Transfervorschläge gab es auf jeden Fall. Ich soll mal John Trugarinha wäre ein guter neuer Spieler für uns in der IV. Mal gucken, der wird jetzt gerade gescoutet. Mal gucken, wie viel die Hertha dann für ihn verlangt. Ich habe gleich nochmal Martin Dalay auch noch drauf gemacht, weil dann können wir mal gucken, wie die sich so von der Gesamtstärke unterscheiden. Außerdem war auch in den Kommentaren zu lesen, dass es einen neuen Rechtsverteidiger als Ersatz für Willi holen soll. Kein konkreter Vorschlag, aber da sind eigentlich schon genug, die wir vielleicht holen können, freie Spieler oder auch ein Pembele oder ein Bom. Mal gucken. Sonst soll ich alle verkaufen, die nicht in das System passen. Ja, die nicht ins System passen, ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall viele, die ich verkaufen oder verleihen will, sind auf der Transferliste. Das sind die ganzen Hakim Traoré, gab es auch einen Kommentar dazu, den soll ich auch verkaufen und einen neuen LM holen. An sich, das finde ich auch eine gute Idee. Und letzter Kommentar war neuer Torhüter für die erste Liga. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so der Freund davon, weil ich finde eigentlich, dass Schneider gar nicht so schlecht ist und vor allem eigentlich eher noch Steigerungspotenzial, glaube ich, nach oben hat. Müssen wir mal abwarten. Die anderen Kommentare finde ich aber sehr gut, muss ich sagen. Weil wir brauchen auf jeden Fall Verbesserungen. Auf jeden Fall auf der Innenverteidigerposition, weil wenn da einer wegfällt, haben wir nur Volk und Schmidt. Das ist einfach nicht gut genug. Auch bei Willi sieht man das ja schon. Eine 69 ist schon nicht das Allerbeste. Aber da brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Linksverteidiger. Haben wir nur Stein. Also da brauchen wir auf jeden Fall einen. Und ja, vorne an sich vielleicht auch. Also mal gucken. Mal gucken, vielleicht gibt's auch was. Neue, andere Transfers, aber für den Sturm habe ich eigentlich auf jeden Fall Andrade drin. Der soll da auf jeden Fall, wenn er umtrainiert ist, natürlich dann vorne im Sturm stehen für Kühn. Weil der hat sich schon sehr geboostet. Und dann gehen wir rein in diese Saison. Gerne schon mal einen Daumen da lassen. Würde mich mega freuen. Und dann sehen das auch ganz viele Leute, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Und dann wächst natürlich auch gerne unsere Community ein bisschen. Und dann geht's rein mit der nächsten Folge. Gott, damit hätte ich nicht gerechnet. Also, ich sag's dir, ein Poli, ja, 5,8 Millionen, die sagen sofort ja bei Carlos Schneider. Das war das erste Angebot, was reingekommen ist. Ja, wenn wir den verkaufen, dann brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Torhüter. Und ich hab gefühlt fast nichts auf der Liste. Da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall einen Kopf drum machen, was wir da machen. Jetzt gibt's noch ein Angebot für Quendouzi. Ganz ehrlich, aber den möchte ich nicht abgeben. Performt ja sehr gut, darum. Ich meine, das könnte nämlich das letzte Spiel jetzt einfach sein. Für unseren Torhüter. Wir spielen jetzt gegen Young Boys Bern. Wir gewinnen sogar 2-0. Könnten wir vielleicht sogar die Runde überstehen, wenn Basel verloren hat. Ja, wir haben es geschafft. Endlich mal im Halbfinale dieses Verbreitungsturnier. 800.000 Euro kriegen wir. Ja, ich werde mal gucken, was wir so an Toll dann vielleicht bekommen könnten. Die Übereinkunft, wir verkaufen Carlos Schneider für 5,8 Millionen, kriegen dafür 4,2 auf unser Transferbudget drauf. Mit Schulte gewinnen wir sogar 2-1, Doppelpack von Kühn.
Genau, ich nehme gegen Norwich City im Finale. Und damit haben wir unseren ersten Neuzugang in der Bundesliga. Wir holen Kevin Trapp auch von Frankfurt für 8 Millionen. Der Vertrag wäre bei Kevin Trapp ausgelaufen. Mit 82 bringt er mit. Er hat natürlich nicht mehr das höchste Potenzial, aber sind wir ganz ehrlich, der Mann wird für die Saison erstmal reichen. Und dann haben wir immer noch einen guten Backup-Keeper wieder drinne, wenn wir uns dann jüngeren auf dem Wanderboot hätte. Hätte erstmal einen Tick zu lang gedauert. Wir kriegen sogar noch ein Lob vom Vorstand. Und somit haben wir unseren neuen Nummer 1. Kevin Trapp, 8 Millionen gekostet. Ist eigentlich ein richtiger Schnapper gewesen, wenn man überlegt, was der für die Eintracht in echt alles so hält. Gucken wir mal. Und wir gewinnen sogar das Vorbereitungsturnier mit 3 zu 2 gegen Norwich. Vielleicht lag es auch wirklich daran, dass wir jetzt einen richtig guten Keeper haben, also einen von der Gesamtstärke besseren Keeper im Tor haben. Damit haben wir Preisgeld auch nochmal abgeholt. Und der nächste Abgang ist Carrasco, der Jugendspieler, den wir letzte Saison auch hochgeholt haben, wird erstmal ausgeliehen für ein Jahr zu Praia, damit er ein bisschen Spielpraxis bekommt. Damit holen wir uns unseren zweiten Neuzugang, Tanguy Nianzou vom FC Bayern, kommt für 14 Millionen, auch unter Marktwertvertrag wäre ausgelaufen. Jordan konnten wir uns nicht leisten, wir waren bei 17 Millionen. Die Hertha wollte einfach viel zu viel Geld für ihn. Und Nianzou ist auf jeden Fall auch fast genauso gut wie Jordan, 4 Jahre jünger, also ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Und dann haben wir da einen richtig guten Innenverteidiger jetzt. Noch in der Abwehr neben Vitão. Passt perfekt bei einer 76. Und dann stehen wir jetzt nur noch bei 10 Millionen Transferbudget. Ich hoffe, der ein oder andere wird sich jetzt noch verkaufen. Das wäre am besten für uns, damit wir einen guten Start erwischen und vielleicht auch den einen oder anderen Spieler sich dazu holen können. Beim ersten, der auf der Transferliste steht, klappt's nicht. Marco Langner. Konnte man sich nicht einigen. Dafür geht die rumänische Kaderleiche Stanislav Babescu für 130.000 nach zu Halmstads BK. Wir kriegen 90.000 obendrauf. Ist jetzt nicht so viel, aber damit kann ich leben. Unser erstes Bundesligaspielen ist daheim und das spielen wir natürlich dann auch selber im Panthers Dome gegen Borussia Mönchengladbach. Im Übrigen, ich habe nichts verändert an dem Stadion. Trikots ist aus Versehen gewesen, dass ich immer noch dieselben habe. Eigentlich wollte ich neue einstellen, aber gut, jetzt ist es halt so. Jetzt spielen wir halt nochmal eine Saison mit den Trikots. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, und das im ersten Spiel gegen Gladbach ist auf jeden Fall ganz klar, wer hier der Favorit ist, nämlich Gladbach und nicht wir. Wir sind der klare Underdog. Aber auch als Underdog kann man hier punkten. Ihr seht die Aufstellung im Hintergrund. Und da spielt der ein oder andere mit, der ja auch in echt in der Bundesliga spielt, beziehungsweise auch spielen könnte oder gespielt hat, wie zum Beispiel könnte sie Okafor, glaube ich, Bundesliga ist bestimmt auch irgendwann in Zukunft mal was möglich ist. Und Gladbach geht so rein. Sommer haben sie noch. Sanchez haben sich dazu geholt. Jeranchuk und vorne Vinas. Vinas? Irgendwie so. Ein paar haben sie auch noch auf der Bank. Aber Gladbach hat sich schon auf jeden Fall verändert. Aber ist auch ganz viel noch gleich. Und dann geht's rein gegen Borussia Mönchengladbach. Von links nach rechts. Jo! Ein Foul, was man auf jeden Fall ahnen kann von Christoph Kramer. Guendouzi! Junge, ich habe hier richtige Flashbacks, zweite Liga, wo die auch am Anfang so scheiße gespielt haben gegen solche Teams, wo du einfach nicht durchkommst. Die einfach nur die ganze Zeit hinten drinne stehen. Genau so ein Spiel ist das gerade. Zur Halbzeit steht es 0 zu 0 und wenn ihr euch wundert, das gefühlt nichts an Highlights in der ersten Halbzeit war, es gab nichts, was reinzuschneiden war, weil, sind wir ganz ehrlich, Gladbach spielt nur hinten drinne, wirklich die ganze Zeit, wenn sie mal einen Ball haben, verlieren sie ihn relativ schnell
Und sie sind sowas von nur hinten drinne beschäftigt mit dem Ball. Das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Also du kommst da gefühlt kaum durch. Ich glaube, wir hatten einen Schuss. Der war jetzt aber nichts Besonderes für Sommer. Und deshalb steht es hier auch einzeln nur 0 zu 0. Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen offensiver. Vielleicht können wir da was machen. Es ist auch ganz unbequem, gegen die zu spielen. Und Trapp muss daran. Wichtig. Burkhardt. Wir wechseln jetzt drei voraus. Gördes geht, Cardosa geht und Kühn geht. Dafür Hakim Traoré. Groß. Und Andrade auf dem Platz. Andrade, gutes Ding. Burkhardt vielleicht. Oh, das gibt es nicht. Hakim Traoré mit dem Pass, der ist abgefälscht, ist drin. 86. Minute. Die Black Panthers führen. Gegen Gladbach und es ist komplett verdient, weil wir viel mehr gemacht haben. Hier geht's über die Außen, dann Hakim Traoré, guter Außen sich durchgesetzt, der Pass und dann ist er abgefälscht. Aber das ist mir so egal und das wird uns auch komplett egal sein, das. Der Klappbacher den unhaltbar für Sommer abfälscht. Sowas von verdient diese Führung. Und jetzt müssen wir die 3 Minuten noch überstehen. Ganz viel Glück nochmal gehabt, aber ist egal. Wir gewinnen 1 zu 0 gegen Klappbach und das sind drei wichtige Big Points für uns im Thema Klassenerhalt. Ey, das wäre eine ganz, 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 ganz schwere Partie, weil Klapper wirklich nichts gemacht hat nach vorne und sich nur verkrochen hat. Zwei Chancen hatten sie, die waren jetzt auch noch nicht so gefährlich, dass jetzt Trapp irgendwie Angst haben musste. Darum war dieser Sieg auch ganz wichtig in diesem ersten Saisonspiel. Ja, und damit ist es ein ganz, ganz wichtiger Sieg gewesen. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal 3 Punkte. Sind es noch 37 Punkte zum Nichtabstieg. Herrenwehen hat auch die Verhandlung abgebrochen. Naja, okay, vielleicht kriegen wir doch den einen oder anderen noch los, aber auf jeden Fall ein wichtiger Sieg war das durch ein spätes Tor von Burkhardt. Der nächste, der geht, ist Marco Langer. Der geht nämlich zu Demirspor für 1,05 Millionen, wir kriegen 725.000 oben drauf. Ist jetzt nicht die große Summe, aber schafft auf jeden Fall ein bisschen Platz. Hat sowieso jetzt nicht wirklich gespielt. Groß war da eigentlich immer der gespielt hat. Darum ist das jetzt nicht der größte Verlust gewesen. Hat eigentlich nur in der dritten Liga eine Rolle gespielt. Das nächste Spiel ist gegen den ersten FC Augsburg. Ja, man kann schon sagen, auf jeden Fall ein Konkurrent im Thema gegen den Abstieg. Ich würde sagen, da wäre es wichtig zu punkten. Das tun wir auch. Wir gewinnen nämlich 2 zu 1 durch Stein und Kühn gegen den ersten FC Augsburg. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg und dann, ja, ein perfekter Saisonstart, würde ich mal meinen. Für uns. Spiel ist gegen Union Berlin der nächste Konkurrenz. Die nächste Konkurrenz da unten im Abstiegsdrittel und gegen die verlieren wir 2 zu 1. Nketiah und Gieselmann treffen für uns, trifft Burkhardt. Also die erste Niederlage in der Bundesliga kommt dann von Union Berlin. Trotz alledem ist das immer noch ein sehr guter Start gewesen. Deadline, der richtig anfängt, holen wir uns einen neuen Linksverteidiger. Er heißt Rutvan Yilmaz, kommt von Beşiktaş Istanbul für 10 Millionen. Also wir haben unter Marktwert gezahlt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wir haben auf jeden Fall einen Linksverteidiger gebraucht. In der Gesamtsituation, wo wir gerade stehen. Stein bleibt natürlich drin. Ne? Da brauchen wir gar nicht drin. Dafür geht Schneider halt raus. Ist prinzipiell natürlich nicht der Schwächste, aber Hakim Traoré ist halt einfach schneller, das ist das Ding. Und damit sind wir jetzt so gut wie alles los. Ja, uns ein Backup für Willi zu holen, schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr, außer einer geht jetzt noch für eine hohe Summe. Und eigentlich das, was ich mir vorgestellt habe, einen neuen Scout zu holen, kann ich mir jetzt auch nicht machen, weil, ja,
Das funktioniert leider auch nicht, weil nicht genügend Kohle. Aber mal gucken, vielleicht bringt ja der Deadline Day noch irgendwas Interessantes. Wir gucken, wir warten mal ab. Dass wir endlich, kann man sagen, Mika Voigt verkaufen. Der geht nach Alanyaspor für 510.000. Klar, ist natürlich nicht die Summe, die man sich sonst erwünscht, aber wir sind zumindest wieder im Millionenbereich. Wir nehmen noch ein bisschen Geld ein, was für uns auf jeden Fall wichtig ist, weil ihr seht selber, nur 7 Millionen haben wir eingenommen, 32 haben wir ausgegeben. Also ist schon ganz schön viel, was wir ausgegeben haben. Und ja, vielleicht geht der ein oder andere ja doch nochmal weg. Das wäre natürlich super für uns. Oh, und auch Hakim Traoré verlässt uns in Richtung Türkei. Er geht für 1 Million. Das heißt, wir brauchen einen linken Mittelfeldspieler auf jeden Fall, weil, na gut, wir könnten es natürlich auch so machen, dass Schneider das macht, aber es wäre halt aus meiner Sicht besser, wenn wir uns einen linken Mittelfeldspieler holen. Weil zumindest, dass wir da einen mit Pace haben, weil es ist schon oft so, dass Cardoso dann einfach platt ist in der zweiten Halbzeit und wir dann einfach einen Mann nebendran, also einen einwechseln müssen. Da wäre es halt aus meiner Sicht auf jeden Fall vom Vorteil, wenn wir uns da jemanden holen würden. Ich guck mal auf jeden Fall nach. 2 Stunden sind es ja noch auf der Liste. Wirklich, kann man das noch sehen? Da gab es nämlich einen super Transfer. Ist man den noch? Nee, leider nicht. Auf jeden Fall ist Ortega einfach zu Manchester United gewechselt. Also der Torhüter von Bielefeld in echt ist einfach zu Manchester United gewechselt. So, einen freien Spieler darf ich ja. Und dann haben wir uns für Cedric Tegia entschieden. Der Mann war ein freier Spieler, spielt normalerweise, glaube ich, bei Celta Vigo. Hat eine 71 Nummer Mark, der hat 4,2 Millionen. Wir haben nichts für ihn gezahlt. Finde, das ist ein guter Backup. Und kann sich dann. Es wollte auch nur sporadisch haben. Das ist mir auch super. Und ich finde, damit haben wir uns auf jeden Fall nochmal verstärkt. Auf der Position. Und der langsamste ist er auch nicht. Also können wir die Transferphase eigentlich abschließen. Alles, was ja jetzt noch reinkommt. Gibt ja keinen, können wir ja nicht mehr abschließen. Also, Sané wechselt zu Real Madrid. Aua geht so von AC zu Liverpool, auch über 100 Millionen. Und Richarlison wechselt von Tottenham zu Sevilla. Toller, tolle Transfers, wirklich sehr realistisch. Ja, und wir sind Vierter in der Liga. Hoffenheim einfach Tabellenführer. Wer kennt's nicht? Wir gucken mal, wo sich das denn noch alles, wo das alles noch hinführt. 9. September vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund, die einfach nur Zwölfter sind in der Tabelle. Ja, wenn man sich die ersten 6 anguckt, glaube ich, würde man keinen da oben erwarten, außer vielleicht die Bayern und Leipzig. Ja, dieses Spiel gegen Dortmund wird auf jeden Fall erst in der nächsten Episode drin sein. Wir haben ja die ganze Transferphase jetzt durch und halt das Ganze und das Spiel gegen Gladbach. Haben wir selber gezockt. Mit 6 Punkten nach 3 Spielen bin ich auf jeden Fall zufrieden. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so hoch schon da stehen. Genau. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr noch verbessern wollt, was ihr gerne für Spieler sehen wollt. Jordan habe ich jetzt leider nicht bekommen. Vielleicht kriegen wir das nächste Mal hin. Ich glaube, Jordan ist auf jeden Fall eine gute Partie, den zu holen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, und wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, vergesst nicht zu abonnieren und tschüss.